Man könnte einfach weggehen und warten. Oder schon hochklettern. Nur ein kleiner Stich und meine Feinde werden fallen. Ja. So schaut's aus. Okay, gut. Und ich kann jetzt doch hier hinten hin. Kann aber sonst nirgendwo irgendwas frei machen. Also irgendwas frei kaufen wäre falsch gesagt. Ah, Moment mal. Das nehme ich doch gern mit. Da hinten ist noch ein Taubenschlag gewesen. Ich möchte nämlich jetzt wissen, ob ich hier oben das frei machen kann. Hier, das Gebiet. Weil irgendwie ist das alles ein bisschen komisch. Wenn ich nur diese eine Ecke da weitergehen kann, ist doch Quatsch. Ist doch dämlich. Ach, naja. Gut, dann machen wir eben erstmal die Mission weiter. Also ein bisschen die Story, damit wir endlich mal alles weitermachen können hier. Dann wird es halt mal irgendwann so eine richtige Phase geben, wo wir eben viel erkunden und so weiter und so fort. Dann wird es jetzt eben erstmal die Phase geben, wo wir wirklich viel entdecken. Wo wir wirklich viel Missionen machen. Und der Rest kommt dann später. Auf jeden Fall wird es komplett ausgebaut sein, Rom. Sowohl ausgebaut als auch komplett frei. Und erforscht. Kriegspläne, den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Die Söldner in einen Kampf schicken. Naja, gut, das ist jetzt nicht so schwierig, glaube ich. Die Aufseher aufspüren, ja. Wo habe ich denn hier so eine Truppe? Habe ich überhaupt eine Truppe hier? Ah, es war irgendwie klar. Einverstanden. Da ist er doch schon. Okay. Ah, scheiße, er hat mich. Er hat mich gesehen! Ah, okay, doch. Der ist nicht schlecht. Ey, Alter, ich hatte ihn doch schon! Oh, ihr Deppen! Oh, hört auf zu kämpfen! Jetzt reicht's aber. Mein Gott. Haut ab. Aber die waren gut. Die waren sehr gut sogar. Professionelle Soldaten, ne? Ich kenne Milchmägde, vor denen ihr euch angepinkelt hättet. Na, viel Spaß, Jungs. Moment, der könnte was Schönes dabei gehabt haben. Und schon haben wir unser nächstes Ziel zum Weitergehen. Jetzt haben wir nämlich einen Ort der Kriegsmaschinen, die Leonardo ja gebaut hat für die Borgia. Und die müssten wir jetzt natürlich theoretisch zerstören. Das ist nicht immer einfach, aber auch öfters mal ganz lustig. Deswegen werden wir das jetzt auch erstmal machen. Machen wir heute mal wieder ein bisschen Story und ich muss mal wieder ein bisschen dann zeigen, dass ich doch was drauf habe. So. Genau, dann zeigen wir jetzt mal. Wir kommen nämlich in komplett neue Gebiete. Also, würde ich jetzt mal so behaupten. Es ist nämlich eigentlich ganz cool, dass man nochmal woanders hinkommt und dann nochmal was zerstören kann zum Beispiel. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Da freue ich mich schon drauf. Zerstörung. Oh. Maschinengewehr. Koli Albani. Oh, Maschinengewehr ist cool. Also es ist wirklich Maschinengewehr, wie man es jetzt, ne, werdet ihr sehen. Aha. Überlegene Feuerkraft. Leonardos Entwürfe haben eine Maschine hervorgebracht, die 100 Männer in wenigen Sekunden töten kann. Sie darf nicht in den Händen der Borgia bleiben. Das stimmt. Volle Synchronisation vor Zerstörung der Baupläne. Niemand töten. Wir probieren's. Wir probieren's. Eine Entdeckung führt zur Desynchronisation, das weiß ich bereits. Das ist mir schon öfters dann zum Verhängnis geworden. Das ist nämlich immer gar nicht so einfach. Das ist echt schwierig in manchen Situationen, ne? Das muss man echt so sehen. Da verstecken wir uns erstmal gerade. Ich will auf Nummer sicher gehen, dass der uns nicht sieht, wenn wir hier hochklettern und dann drüber springen. Deswegen warten wir erstmal gerade. Geduld brauchen wir hier wirklich, sonst geht das nicht. So, und jetzt müssen wir schnell sein.
Fuck, fuck, fuck. Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Oh oh. Scheiße! Ah, jetzt muss ich einen umbringen. Ja, das könnte es sein. Ja, das ging jetzt leider nicht mehr anders. Zum Wohle der Synchronisation. Außerdem hätte der mich entdeckt, dann wäre es das gewesen. Okay. Okay, wo steht der andere Kollege? Der steht... Der läuft hier rundherum. So, Kollege, und da ich jemanden schon mal getötet habe, ja, darfst du auch gleich sterben. Die Baupläne des Maschinengewehrs zerstören. Okay, kleinen Moment. Moment, ja. Warte, ganz kurz. Okay, jetzt können wir. Und, tja, zerstören wir die Dinger mal, ne? Die dürfen nicht in falsche Hände geraten. Genau, das Maschinengewehr zerstören. Wie kommen wir hier hoch? Oder wie kommen wir da hinten hin? Okay. Oh oh. Spring! Okay, dann können wir hier oben drauf. Wow, Moment mal. Nee, ich sehe schon. Können wir da her? Da können wir her. Leute, ihr müsst das unbedingt besser absichern. Hey Jungs! Lauf! Ich bin weg. Das Ding fliegt. Oh yeah! Schön. Schön, sehr schön. Ah, scheiße. Galopp. Wow. Wow. Scheiße. Der Typ schießt mit dem scheiß Maschinengewehr auf uns. Ey, wetten, wir können damit besser umgehen. So, ich schieß mal. Ich laufe. Ich muss ein bisschen rundherum laufen. Schieß genau vor mich. Oh, und das habe ich nicht gesehen. Ich will damit auch schießen, verdammt. Ich kann mit Sicherheit viel besser umgehen. Ich meine, es ist Ezio Auditore. Triss nicht. Hast bis jetzt eh nur einmal getroffen. Oh, ich muss eh irgendwann erst rankommen. Das ist ja alles geskriptet, kann man ja schon fast sagen, ne? Bis man drankommt, glaube ich. Weil ich kann ja nicht schneller als Galopp. Das geht doch nicht. Ja, zack, nochmal. Ja, das ist irgendwie logisch. Aber gut, das macht das ganze Spiel jetzt auch nicht unbedingt schlimmer. Das macht es nur lustiger. So, und jetzt, wo ist es? Hey, du sollst galoppieren. Hallo. Nicht stehen bleiben. Oh Mann. Wow. Au, au, au. Okay, warte, was denn jetzt? Ist schon so lange her, dass ich nicht mehr weiß, was passiert. Ah, okay. Den habe ich. Gleich doch. Oh, ja, doch. Den habe ich gut. Tschüss. Okay. Na dann, fahren wir mal eine Runde, ne? Ah, da kommst du schon. Mit dem Maschinengewehr entkommen. Oh oh. Tschüss, Jungs. Ach, wie sie alle schön wegfliegen. Schön. Ach so, ich brauche ja gar nichts, sonst so gar nichts machen. Ich muss nur lenken. Ich kann hier nicht weg.
Na, scheinbar geht das nur so. Ich muss die dann wahrscheinlich umrammen. Und das geht's wohl nicht. Ja, komm, gib Gas hier. Wir haben keine Zeit. Ihr Pferde. Hopp, 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 hopp. Ich meine, ich könnte ja auch hinten ans Maschinengewehr gehen. Oh, wenn er das jetzt macht, ist natürlich... Oh, ja, macht er das. Okay. Oh, nee, das Pferd muss ich ja nicht immer nochmal extra erschießen. Boah, yes! Double kill, ja? Also, in wenigen Sekunden ist, denke ich mal, falsch ausgedrückt. Außer die Leute sind alle hintereinander. Komm schon, schieß! Wie sie einfach alle wirklich permanent draufgehen. Das ist ein schönes... Das ist eine schöne Waffe hier. Ich mache hier einfach gerade Dauerfeuer, weil es einfach auch so geht. Der ist einfach über das andere Pferd gefallen. Schön. Da könnte ich mich mal kaputt lachen drüber. Den habe ich erwischt und den habe ich auch erwischt. Zu einfach. Entschuldigung. Oh. Windbar. Boah, Pferde. Was macht ihr? Ah. Hilfe. Ezio. Geh da weg! Also mir folgt keiner mehr. Oh. So viel dazu. Na komm. Boah. Geht mir auf die Nerven. Ja, ja, die Pferde machen das schon. Nur, dass die Pferde das überhaupt mitmachen, ja. Ich meine, das ist ja... Eigentlich müssen die Pferde ja ganz schön scheu vor der ganzen Geschichte hier sein. Aua. Jetzt aber. Ich würde gerne wissen, was wir für Munition verwenden hierbei. Apropos, heilen nicht vergessen. Oh, ist jetzt schon... Ja, doch, ich muss mal ganz kurz behaupten, sie sind schon etwas mit etwas mehr Leuten hier angerückt. Das Coole ist, die meisten fallen einfach über die anderen Pferde weg. Au, 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 au. Juhui. Den habe ich. Mach ich mir auch langsam hier. Das macht mir langsam ein bisschen Stress. Ah, komm schon. Ja. Ach komm. Ah, ich verziehe. Das ist immer ein bisschen blöd, weil alles hier durcheinander geht. Ja, wenn sie natürlich genauso schnell laufen wie ich, ist es eine ganz einfache Geschichte hier. Oh. Sollte nie zu nah in ein Distanzgerät gehen. Alter, wie viele habt ihr denn? Ich hab nicht mehr so viel Leben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Ey, kam die gerade aus dem Nichts? So schaut's nämlich aus, ihr Deppen. So, mach's kaputt. Ah. Ja, das ist weg.